Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Baba is You. Auf geht's mit... Was? Maritime Adventures. Hand is Move. Alter, Monka S. Was ist das denn? Okay, wo wollen wir hin? Flag is Win. Door has Flag. Door... Okay, was ich machen kann. Hä? Kann ich drüber laufen? Ich dachte, was ist das? Ach, das ist Lava. Ah. Warte. Okay, das geht nicht. Ich wollte machen, Lava is defeat on wall. End is push will ich machen. Was ist denn open? Hand is open. Ah. Warum ist da die Wall? Wait a second. Ich weiß zwar nicht, ob ich das gerade richtig mache, aber so wie ich es jetzt vorhabe, geht das. Wall is Wall habe ich übersehen. okay. Ich wollte Wall is You machen. Also steht fest, dass ich selber da rein muss. Ich muss auf jeden Fall selber da rein und das Ding aktivieren. Aber ich kann die Hand zu mir machen. Passt mal auf. So. Ich möchte die Wall mal so ein bisschen auseinanderbrechen.
was die Wall machen soll. Sie soll mich dann zur Yu machen. Richtigen Moment. So, ich schau die Wall hier rein. Oh, da muss ich aber noch trotzdem die Tür irgendwie aufkriegen, weil die ist ja shut. Und Hand is open. Vor allen Dingen, Wallace, not you, ja? Das habe ich auch übersehen. Lava is defeat. Hand on Baba is war. Baba. Frage? Nee, funktioniert nicht. Was ist, wenn ich es zeitlich schaffe, diese Wall da zu bewegen? Okay, Erklärung. Ich muss das rausbekommen wieder. Uff. Okay. Ich muss Hand und Baba da gleichzeitig wieder raus. Ich muss beides wieder rausbekommen. Und ich weiß, wie ich das bekomme. Ich muss eigentlich. Okay, zurück. Ich sammle das alles in diesem Raum hier. Alles. Ich erzähle euch gleich, was ich meine. Also, ich möchte gleich, wenn ich nach oben gehe, dass die Wall dann
zur Hand wird. Dass ich zur Hand werde. Mache ich mal kurz zur Push. Das bringt nichts. Ich muss gerade mal kurz zum Move machen, damit das da rauskommt. So. Und Wall soll dann Move sein. So ist der Plan, erstmal. So. Und muss ich die Wall dann echt jedes Mal da mitschicken? Moment, ich muss die ganze Zeit switchen, wie wär's damit? Also, ich muss einfach die ganze Zeit zwischen... Hand und mir switchen. Kontinuierlich. Ich muss quasi sowas wie eine Clock bauen. So dass es von Move, Move. Also mal moved die Hand, mal move ich. Ui. Wie mache ich das? Theoretisch gesehen brauche ich einfach zwei Walls, die die ganze Zeit gegeneinander klatschen. Und die ganze Zeit switchen zwischen dem hier. Okay, andere Vermutung. Text on wall ist Move. Geht nicht. Ich hatte halt gerade gewundert, dass die sich nicht gegenseitig stören. Ja.
a second. Die Wall da rein. Das kennt mich halt da drin schon, ne? Aber rein hypothetisch gesehen. Würde mich das killen? Dann könnte ich halt einzelne skippen. Ich muss eigentlich ganz kurz machen, dass Baba von selber Move ist. Eigentlich nur für eine Sekunde. Warte, wenn Wall Move ist, kann mich das schieben? Beides Push und Move ist. Hey, das macht Spaß. Zack, 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 zack. Baba und Hand is you. Diese Lava ist halt echt das Problem. Frage, also ich sollte mich eher darauf konzentrieren, wie ich da eigentlich rauskomme. Ich komme da eigentlich nur raus, wenn Baba is Move ist. Hm.
So, wenn Baba is move ist. Ich gehe da runter und dann wird es wieder. Also es muss ganz kurz move werden und dann wieder normal werden. Muss ich halt weiter runterschieben können irgendwie, wenn ich das von unten irgendwie aktivieren kann. Okay, Plan. Wall ist erstmal Push. So. Ich brauch das unten. Erstmal will ich das weg haben. Das stört mich gerade derbe. Wallace Push. So. Dann soll Wall Move sein. Für kurze Zeit. Das Hand is Move macht. Das Hand is Move. Oder Hand is Move aktiviert. Also die Hand kommt von oben und schiebt das runter, dass Baba is Move wird. Oder ich sage, Wall kommt von oben. Ein bisschen früher. Keine Ahnung, die kommen irgendwie später. Keine Ahnung. Muss einfach nur im Ungleichgewicht sein.
schon ein bisschen früher sein. Zack, zack. Sein. Okay. Sondern wäre ich ja hier. So, und wenn ich dann da bin und dann ist Wall wieder Move und Baba is you. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Komplizierter Gedanke. Nee, ich will nicht zurücksetzen. Was ist, wenn ich sage, Baba on Wall is move? Na, ich drücke die ganze Leertaste statt Z. Das fängt nicht so, wie ich das möchte. Nur zum Experimentieren. Mache ich das mal hier hoch. Mach es so. Getrödelt? Ich glaube, das. Ich muss, wenn. Hier geben wir mal das ist. Ich brauche Platz. Oder Schnelligkeit. Speed. Momentum. So. Das hat genau um eins nicht gepasst. Das heißt, ich brauche sogar noch ein Timing vorher, um einen Leerlauf zu haben. Verbaust mir gerade ziemlich. Ich weiß. So. So, und das bringt mir halt jetzt nicht so viel. Bringt mir nichts. Ich
Also ich muss die Hand in die Tür bekommen. Mit sowas wie Baba. Baba. On. Ups. Hallo. Ja, das bringt mir jetzt sehr viel. Jetzt habe ich zwei Hände. Ja, das ist das Problem. Er hat mich auch jetzt gewundert. Wenn ich jetzt sage, Hand is move, kann ich dann zwei Steps auf einmal nehmen? Kann ich? Warte, wenn... Okay. Das könnte die Lösung zum Rätsel sein. Und zwar... Ja, Moment, das ist es. Moment, ich komme da raus, wenn ich Baba is Move mache. Und zwar, ich mache
Okay, Hand ist erstmal kackegal. Die kann ich dann nachher nehmen. Ich muss Baba Yoda wieder runterbekommen. Okay. Ich habe eine Idee. Nee, ich habe eine Idee. Als allererstes muss ich Baba Yoda runterbekommen. So. Dann Wallace Move. So. Ah, noch ein Stück. So. Jetzt, das genügt erstmal. Jetzt mache ich Wallace Push. So, gleich möchte ich machen. Ah, das war zu viel. Muss doch noch mal ein bisschen zurück. Weil ich noch Baba Is Move machen möchte. So ist okay. Jetzt mache ich nochmal Wallace Push. Ich muss sogar noch ein Stück weiter gehen. So. Baba on Wall. Ist. Dann kommt er gleich Move hin. So komme ich rüber. So, und jetzt muss ich sagen. Baba on Wall is Move. Ich muss da weiter rüberkommen irgendwie. Nicht weit genug rüber. Ha. Auf jeden Fall komme ich so zurück. Das ist ein guter Gedanke, den ich da schon habe. Denke ich. So komme ich zumindest wieder raus. Aber jetzt muss ich da irgendwie über zwei Sachen skippen können. Ach, das ergibt ja null Sinn, dass Baba on Wall Move ist. Ah.
Tages, was kann ich damit machen? Also auf jeden Fall, so komme ich da wieder raus. Das ist schon mal mega der Fortschritt. Jetzt ist nur die Frage. Ob ich den Switch da hinbekomme? Ich denke, ich mache hier mal eine Pause. Setz mich irgendwie mal aufs Sofa oder so und chill mal so ein bisschen und überlege über das Rätsel und über das andere. Das heißt, ich habe zwei Hausaufgaben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Episode werde ich noch hoffentlich eine der beiden Rätsel lösen können. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.